Das sind Meteoriten. Die kommen direkt auf uns zu. Erwartet uns nach Einbruch der Dunkelheit tatsächlich Besuch von Outer Space? Das sollte man dann. Ja, das ist immer so schwer zu sagen. Was ist das? Pass mal auf, das ist folgendes. Der Film fängt so an und beschreibt man das alles. Und dann. Das Beste ist eigentlich, finde ich immer, dass man nichts erwartet, weil dann wird man am besten überrascht. Ich habe das oft neu gesehen. Das ist ein Mega-Film und das ist super. Da gehe ich rein und denke, naja, also da war die Erzählung ja besser als der Film. Wir schweigen da einfach. Es ist, so wird's. Einfach anders. Für mich ist Bibi und Tina wie Spider-Man oder wie Batman. Und wir haben jetzt mittlerweile den dritten Spider-Man. Und ich finde, wenn man jetzt sagt, Tom Holland ist, die waren ja jetzt alle drei im Film. Die Amerikaner bekommen alle drei. Das war der erfolgreiche Spider-Man. Da wird nicht verglichen, sondern sie sind in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs. Wir sind auch in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs. Und es geht eher das Prinzip, dass man Themen lustvoll mit Musik, spaßhaft, aber nicht dämlich, filmisch irgendwie einen guten Sommer erlebt. Und es ist ja so, als wenn du jetzt das, der Sommer vor 3 Jahren, der war der beste. Und der nächste Sommer, der kann ja nicht gut werden. Du musst ja in die Fußstapfen von dem treten. Und dann hast du ein ganz schlechtes Leben, weil jeder Sommer sollte wieder gut werden können. Verstehst du, was ich meine? So ist der Sommer im Film. Naja, Serie ist ja viel länger. Genau, also war fast doppelt so lang, glaube ich, die Drehzeit in der Serie. Das heißt, man hat auch sehr viel mehr Zeit miteinander verbracht. Und es war schon im Film sehr anders, weil in der Serie waren wir alle noch 2 Jahre jünger und haben alle noch zu Hause gewohnt. Und zum Beispiel Harriet hat jetzt während den Dreharbeiten schon in Berlin gewohnt, dann war sie am Wochenende nicht mehr mit uns im Hotel. Und dadurch verändert sich... Was? Was hast du denn dann gemacht? Ich bin nie was gar nicht aufgefallen. Wir müssen nie erfahren. Ja. Genau, und dadurch hat sich das natürlich auch vor allem am Wochenende oder so schon verändert. So. Naja, dadurch, dass man sich da jetzt nicht so viel drauf einbilden kann, weil du hast ja keinen Titel mit Regisseur und du musst immer wieder von Scratch anfangen, ist es immer wieder eigentlich das, was man sagt, das, was zählt bei einem Menschen, die Neugierde. Und der Graf, der lebt ja sehr auf Status und ist ja auch verwöhnt. Und wenn das jetzt weg ist, dann, und ich kenne sehr viele Menschen, die ja auch in Sinnkrisen geraten, CEOs beispielsweise von großen Firmen, die dann plötzlich Burnout haben oder dann in psychologische Behandlung brauchen, damit sie wieder auf Spur kommen. Das haben wir spielerisch hier gesagt. Weil am Ende soll man sich nicht verrückt machen. Und der Graf macht sich ein bisschen verrückt wegen seinem Status. Und man sollte eigentlich das Momentum genießen. Lustig, naja. Lustig, man muss spontan bei ihm sein. Also es kommen sein, immer, ja, es kommen sehr viele wilde Ideen, aber das macht auch die Dreharbeit sehr viel aufregender. Ja. Man weiß nie, was einen erwartet. So. Das macht ja auch spannend, finde ich, wenn man weiß ja auch im Leben nicht, was passiert. Also, und dadurch kommt ja eine gewisse Grundspannung. Die muss auch bleiben bei einer Filmarbeit, sage ich mal. Und ich weiß auch, wenn man zu ulkig wirkt, dass Leute dann denken, ja, jetzt kommt was Ulkiges, mache ich aber oft nicht, dann wechsle ich in ein ernstes Thema und wir nehmen ja hier auch ernste Themen rein, wie Sinnkrise oder eben letztendlich auch, dass wir uns selber die Frage stellen, wie gehen wir weiter mit uns, woher kommen wir und wie gehen wir mit Hysterie um, auch moderne Themen, die werden ja alle da verarbeitet, aber auf eine leichte Art, weil das finde ich immer so, die Dramatisierung,
oder das alles wird, das finde ich falsch, auch in der Öffentlichkeit, auch von Medien, wo ich sage, ach Mensch, relaxt euch doch mal bitte. Und Bibi und Tina ist relaxed. Die Welt ist relaxed. Und deswegen tut sie einem gut. So, das finde ich immer ganz wichtig. Klar, also in der Schulzeit oder so hat man, hatte ich auf jeden Fall schon Phasen, in denen ich neidisch war oder mich ausgeschlossen gefühlt habe oder das Gefühl hatte, alle sind gegen mich oder mich gemobbt gefühlt habe. Ich glaube, das haben ganz viele und deshalb, glaube ich, wird das im Film vielleicht auch viele ansprechen. Also mit Mobbing von mir oder Ausgrenzung, ich glaube, in irgendeinem Grad hat es irgendwo jeder Mensch, aber bei mir war es jetzt nicht besonders schlimm, dass ich da irgendwelche, also dass ich mich jetzt erinnere, aber ich glaube, Neid, es ist ein menschliches Gefühl, also es hat jeder, oder? Ja, ich denke auch, das ist jedes Kind. Außerdem ist ja der Junge, Kurt Krömer, also der Junge ist ja verliebt in Romeo, in Julia, der spielt in Romeo, ist Julia. Und in so einem heiklen Moment, wo er sie anbeten soll, wird er verarscht. Das ist eine Katastrophe. Und Katastrophe. Du hast auch bestimmt ein paar Katastrophen in der Schulzeit erlebt. Harry, du bist ja nicht so dumm. Mal. Ja, natürlich. Du kannst das jetzt nicht hier öffentlich sagen. Das ist mir schon klar. Aber das kennt ja jeder. Nee, eine schlimme Erfahrung in der Schule. Zeit. Das ist toll, das sind tolle Lehrer, tolle Kollegen. Ja, Lehrer, naja, stimmt. Ja, hat er aber. Wir haben es von Lehrern, nicht von Schülern, von Lehrern vielleicht. Sie, das ist das dasselbe. Ja, sie sind auch Menschen. Stimmt, ja, danke. Ja, bitte. Ich glaube, als Lehrer hätte ich dich auch nicht gemocht. Ja, bei Lehrern war man so ein bisschen, ja, das stimmt. Anstrengende Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, der hat mir das versaut, Englisch versaut, wo ich sagte, gehasst. Dafür. Ich dachte, es war Mathe. Nee, also Mathe. Mehr mit dem, der in der letzten Reihe saß? Ja, das war, ja, viele Geschichten. Also Schulzeit, beste Zeit.